IC 514 Stuttgart nach Dortmund, Annette Kolb. Es ist 11.45 Uhr. Fahren Sie diesen Passagierzug von Mainz Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof. Baureihe 103 von der Deutschen Bahn. 504,7 Tonnen schwer, 9 Wagen, 229,2 Meter lang auf der neuen Strecke Koblenz Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3. Der Danny spielt das. Wir werden heute unseren Zug IC nach Mainz fahren, beziehungsweise nach Koblenz und werden hier die Türen öffnen, das wieder auf neutral stellen. Dann werden wir IFA ein, PCB LZB ein, hier wieder auf neutral. Werden hier noch ein paar Dinge machen. So. Dann sind wir hier fertig. Hier noch. Zack. 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 Bremsschlüssel noch einschalten. So, dann werden wir schon mal den Fahrmotorlüfter einstellen. Können wir uns ein wenig draußen umsehen? Wunderschöne Lok. Wunderschön. Hier die IC-Wagen. Mainz Hauptbahnhof, Koblenz Hauptbahnhof, die alten Zugzielanzeiger. Wunderschön. Hier steht auch einer, in entgegengesetzte Richtung. Traumhaft. Traumhaft. So, wir verriegeln die Türen. Wir haben Ausfahrt. 62 Kilometer. Lösen Sie Bremsen, schalten langsam auf. Auf geht's! Wir fahren! Wir können uns befreien, das ist sehr schön. Können wir schon mal auf 80. Beziehungsweise ein bisschen aufschalten hier. Nicht zu viel. Das mag die nicht. So, sie fahren natürlich. Und dann schauen wir uns mal so ein bisschen draußen um hier. Wunderschön. Wunderschön. Ach, schön. Wunderbar. So, vorne steht noch nur 110.
Dann bekommen wir denn jetzt keine Leistung mehr. Geht doch. Ich wollte schon sagen, nicht, dass es kaputt ist. Wunderschön, wunderschön. Was ein wunderschönes Bild. -8. Ob ich jetzt die komplette Strecke bis Koblenz durchfahre, weiß ich noch nicht. Oder ob ich erstmal ein kurzes Einführungsvideo für euch mache. Ich denke, dass ich das so machen werde und dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall eine komplette Fahrt machen werde. Ist heute doch alles ein bisschen spät geworden durch die späte Veröffentlichung. Ist das alles so ein bisschen später geworden. Aber ich möchte es euch auf jeden Fall gezeigt haben. Das ist also der Führerstand der Baureihe 103. So, steht denn da dran, wie schnell ich fahren darf? Kann ich leider nicht erkennen. Normalerweise steht das hier mal irgendwo. Aber ich kann es jetzt gerade nicht finden. Ah, cool. Oh, 110, sehr schön. Oh, anscheinend wird das Wetter schlecht. Das gibt es also auch. Fahrmotor Überlastung, Überhitzung, wie auch immer. Obwohl ich Fahrmotorlüfter an habe. Scheint immer noch nichts zu tun. Fahren wir?
Ja, was ist denn jetzt? Habe ich es jetzt kaputt gemacht oder was ist jetzt Sache hier? Jetzt los hier. Ach, das ist doch jetzt blöde. Sorry, aber das ist doch blöde. Was ist denn jetzt los hier? Warum? Die jetzt kaputt gemacht oder was? Sorry, aber komme ich gerade nicht mit. Das ist doch Blödsinn. Entschuldigung, aber das ist Blödsinn. Das gibt's doch nicht, ey. Ist das ein Bug oder was ist das? Endlich, ey. Das hat auch lange gedauert. Kann trotzdem nicht ausschalten. Was soll denn der Scheiß?
Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein bisschen komisch alles. Gibt's doch gar nicht. Ich krieg keine Leistung mehr. Gibt's doch gar nicht. Entschuldigung, aber das gibt's nicht. Tut mir leid, ich hätte es gerne weitergefahren, aber ihr seht, ich bekomme keine Leistung mehr. Ich weiß nicht, was die Sache ist. Tut mir leid, vielleicht könnt ihr euch selber ein Urteil bilden, ich kann es leider nicht. Ich bekomme einfach keine Leistung mehr. Tut mir leid, ich muss das Szenario an dieser Stelle beenden. Bringt ja nichts. Ihr habt einen kleinen Eindruck gehabt. Es tut mir furchtbar leid, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich habe leider keine Ahnung davon. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Es wird mehr hiervon geben. Hoffe ich zumindest. Woran das jetzt liegt, kann ich euch leider nicht sagen. Ob das ein Bug ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, weil das wäre wirklich scheiße. Aber ihr seht ja, ich bekomme einfach keine Leistung mehr. Egal, was ich tue. Ich kann den Zug jetzt nochmal eben anhalten. So. Machen wir mal den Fahrmotorlüfter aus. Das aus, machen alles mal aus. So. So, ist komplett abgerüstet. Dann rüsten wir den jetzt nochmal neu auf. Das heißt, wir heben Fahrtrichtung zu den. Ne, dazu müssen wir wahrscheinlich. Genau. Thank you.
Düsseldorf. Das haben wir. Luftkompressor machen wir ein. Da versuchen wir es nochmal. Nee, es hat keinen Sinn mehr. Schade, das war's. Mehr gibt es dann an einem anderen Tag in einem neuen Video. Ich hätte euch gern mehr gezeigt, leider ist dies nicht möglich. Es wird wahrscheinlich am Bug sein. Ich hoffe, diese kleine Einführung hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Tut mir wirklich leid. Bye, bye.